Genau, und damit ein hallo und herzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht. Ich bin auf der Citadel und ich mache mich jetzt ein bisschen auf den Weg hier in die Kneipe. Ich habe in meinen Dings geguckt hier, sag an, in meinem Logbuch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar nicht gefunden, wer mich wo sprechen wollte. Weißt du, das ist natürlich auch wieder sehr toll. Aber ich gucke mich jetzt hier einfach mal um, habe ich gedacht. So eine Runde Zitadelle ist ja auch nicht verkehrt. Und ich hoffe, ich treffe einfach auf die Leute, die ich treffen muss. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass ich jemanden suchen muss, der... Ach, warte, das steht hier. Da. Der Verwendung für die Pläne von der Grissom Akademie hat. Egal. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt hier ins Fegefeuer. Ab Purgatory. Mistkerle hatten uns im Sack. Aha. Scheiße, die haben einfach immer weiter angegriffen. Hey, bereit für eine ordentliche Party? Hey, Mel. Gott, oh Gott, ist das viel. Hallo? Ich werde in den nächsten 48 Stunden so viel Zeit wie möglich in dieser Bar verbringen. Okay. Okay, ich muss das erstmal ein bisschen wirken lassen, glaube ich. Ich nehme jetzt erstmal die erste Ebene. Also ich werde jetzt hier Ebene für Ebene gucken. Da wird wieder abgedanced hier. Okay. Ah, wer bist du denn hier? Ach, James, hi. Hey, Commander. Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Commander. Mhm, sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie die Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Aha. Okay. Ja, ist ja richtig so. Ich sollte damit rechnen. Nicht viele haben geleistet, was ich geleistet habe. Und jetzt treffen Sie sie persönlich. Wenn Sie ihnen einen ausgeben, wäre das riesig für Sie. Ja, klar, mache ich. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf Sie! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Oh, verdammt zu spät. Und Sie sind alle tot. Tut mir leid, Chen. Ich dachte, Sie kennen den. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Leider zu spät war ich, Mensch. Schade eigentlich. Ich habe zu spät gedrückt. Ja, egal. Aber ist ja nicht so schlimm. So, dann da ist hier noch jemand was oder... Nee. Einwandfrei, dann andere Seite noch. Ach so, da sitzt eine Asari und da stehen noch welche rum. Aha. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat das schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein. Vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Was? Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Ja, das geht auch mal gar nicht. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Ja, das finde ich richtig. Da können wir uns verbünden. Ich würde dafür Rache wollen. Schön, dass wir uns einig sind. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu.
Es ist doch so, wenn sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Jo. Egal, wo ich gerade bin. Das ist richtig. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Oh, das stimmt. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Alles klar. Wenn Sie Reaper bekämpfen, nehme ich Sie. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Besuchen Sie Nah. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Oh, okay. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Ja, ich denke ja. Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Alles klar. Mach ich, Arya. Cool, dich hier zu sehen. Finde ich sehr gut. So, dann gehe ich mal eine Etage höher. Ach, hier gibt es ja jetzt so viel auf der Zitadelle zu machen. Ich sag's dir, ist ja unfassbar. So, was haben wir hier denn ein bisschen? Okay, nee, niemand, mit dem ich so reden kann anscheinend. Hier ist Tanzfläche. Oh, was ist das denn hier? Tanzfläche benutzen. Yay. Ach ja. Ja, Mensch, ist doch schön, ne? Ich finde das immer gut hier, so ein bisschen abdancen. Das entspannt doch sehr. Na gut, jetzt habe ich die Tanzfläche benutzt. Das ist natürlich hier... Und das war's hier, oder wie? Ja gut, alles klar. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich meine, du kennst mich ja. Ich bin da ja immer ein bisschen blind unterwegs. Aber ich glaube, fürs Erste bin ich ganz happy. Und dann gucke ich mal weiter. Einwandfrei. Das finde ich doch sehr gut. So was, wo geht's denn da noch hin? Hier kann ich... Ach, das ist der Fahrstuhl. Der Elevator. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ach, da gibt's ja... Okay, ja, ins Krankenhaus Ashley besuchen. Das sollte ich auch noch. Die hatte mir auch geschrieben. Dann mache ich das jetzt. Ach, das ist ja cool, ne? Siehst du, ich finde hier im Leben nicht wieder weg, ne? Mhm. Ich werde hier nur nicht wieder wegfinden. Ich werde für immer hier bleiben. Ich weiß, dass Ihr Vorrat an modifizierten Medigil zur Neige geht, aber... Nein, Sie verstehen nicht, das ist nicht für... Hören Sie, ich bin Chirurgin am Vorrat... Wir haben zurzeit mehrere Alien-Patienten und brauchen... Nein, normal. Commander, als ich von der Erde hörte, wollte ich Sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Dane, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur... weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier? Eine Freundin besuchen, die wegen mir verletzt wurde. Die Dunkelhaarige auf der Intensivstation. Ja, genau. Sie beginnt bald in meiner Gruppe mit der Physiotherapie. Das ist sie. Wenn sie Ihnen etwas bedeutet, helfe ich ihr so gut ich kann. Solange sie hier ist, steht sie unter meinem Schutz. Ah, sehr cool. Mhm. Das weiß ich zu schätzen. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Okay. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Ich red mal noch weiter mit ihm, ne? Ich habe mit der Normandy eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Das macht nichts. Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Doch, ich will dich. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen muss. Och Mann. Für mich ist er schon gekommen. Aber ich... Menno, ich möchte, dass der mitkommt. Wissen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben? Ich war bei vielen Ärzten. Der Beste hat mir 3 Monate gegeben. Vor 9 Monaten.
Es ist befreiend, keine Verpflichtungen zu haben. Keine Verantwortung. Keine Ängste. Ein wirklich gutes Ende. Haben Sie große Schmerzen? Zeitweise. Die Sauerstofftransferproteine bilden sich nicht richtig. Bei Ihnen heißt das Hämoglobin. Dadurch ist mein Blut sauerstoffarm. So tief ich auch einatme, alles juckt und ist taub. Und das ist noch das Harmloseste. Zum Zustand meines Gehirns kann ich nichts sagen. Mir wird nur manchmal schwindelig. Alles Gute, Thane. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Ja, bis wir uns wiedersehen. Ich hätte ihn wirklich so gerne mitgenommen eigentlich. Also das hätte ich toll gefunden. Aber ja gut, was soll ich machen? Ne? Ich kann es ja nicht ändern. Also. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren in einem Schlaganfall gestorben. Ach so, hier sind die. Hier ist der Laden, genau. Medigel-Kapazität. Ach so, guck mal, da kann ich die Kapazität um 1 erhöhen. Das finde ich gut. Ist eine gemeinnützige Organisation, die sich den medizinischen Bedürfnissen aller intelligenten Spezies verschrieben hat. Ach so, und wird wieder um 1 erhöht. Guck mal, das ist ja ganz cool. Was ist das denn? Die Werke von Rumi, einem Poeten der Erde aus dem 13. Jahrhundert. Aha. Tränenlieder der Ebene. Danke für Ihren Besuch bei Serta. Womit können wir Ihnen helfen? Gedichte in der... Ah, das... Ach du meine Güte. Ja, ich kaufe jetzt hier nicht alle Bücher, aber... So, jetzt muss ich hier mal zuhören, wen ich unterstütze hier. Seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses schließlich geändert wurde. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern, wenn ihm die VI in seinem Kopf ihn nicht sagt. Glauben Sie mir, wir wissen hier genau, wenn jemand tot ist. Der oberste Gerichtshof sagt, dass er am Leben ist. 5 Richter sagen, dass er am Leben ist und 2 von denen hat er noch selbst ernannt. Der Name bleibt, wie er ist. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Okay. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot und seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses... Wenn eine VI ihren Körper betreibt, ist das nicht Leben. Sind Reaper Husks etwa lebendig? Das haben Sie gerade nicht wirklich gesagt. Aber es ist doch dasselbe, oder etwa nicht? Er kann gehen und macht Geräusche genau wie Sie. Na schön. Anscheinend bin ich nur noch von Zombies umgeben. Danke, es hat lang genug gedauert, bis sie den Hinweis verstanden hat. Ja, bitte, bitte, gerne geschehen. So, jetzt möchte ich gerne zu Ashley. So, zack, zack. Die war hier vorne, ne? Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari... Ich habe Ihr Gespräch mitbekommen. Die Grissom-Akademie existiert nicht mehr. Aber als ich dort war, habe ich das hier gefunden. Was ist das? Ja, Sie sind zwar auf die menschliche Physiognomie ausgerichtet, aber mit einigen Änderungen sollten Sie auch für Asari funktionieren. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, prima. Danke. Bitte, bitte. Gerne geschehen. So bin ich. So, und jetzt aber zu Ashley, Mensch. Komme ich denn da irgendwann nochmal an? Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Udina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden. Wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen? Ja, ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen. Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können.
Man kann sich auf niemanden verlassen. Klingt hart, ist aber so. Letztlich muss man tun, was man für richtig hält. Der Rest ist unwichtig. Ich verstehe. Gut. Für Spectre ist das Regel Nummer 1. Wenn sie wieder auf den Füßen sind, reden wir weiter. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich's erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit. Na dann gucken wir doch mal. Beförderung, kein Kontakt. Ich frage mal zur Familie. Da haben wir jetzt ja gerade drüber gesprochen. Familie auf der Erde? Mutter und 3 Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet, Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Kann ich mir vorstellen. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. Okay. Ist die denn noch hier? Ist die nicht hier? Oder... Ach Mensch. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams-Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Das dachte ich auch. Bis Aiden Prime. Der Verlust von 212. Sie wissen. Es waren die Reaper. Sie haben alles gegeben und überlebt, um uns zu helfen. Aber jeden unter meinem Kommando zu verlieren, war hart. Ich vergesse keinen von ihnen. Jetzt brauchen wir sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich ihnen dann ihre Metalltentakel tief in den... Ich meine, ich kämpfe ehrenhaft und mutig, Ma'am. In Ordnung, LC. So, was gibt's denn hier noch? Kein Kontakt. Ich habe nichts von Ihnen gehört, als ich Gast der Allianz war. Ich konnte nicht. Sogar als Anderson mich herbefohlen hat. Es war schwierig. Ist schon okay. Wir sind beide Profis und müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Stimmt. Ich bin nur unruhig, weil ich hier tatenlos rumliege. Ja gut, aber erstmal muss man ja nun mal gesund werden. Das nützt ja alles nichts. Wir können uns keinerlei Streit leisten. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einander vertrauen. Ich wollte professionell sein und die Familiensachen für mich behalten. Ich weiß nicht, wie sie das alles verarbeiten können. Es herrscht Krieg. Die Leute zählen auf uns. Trotzdem ist es schwer, alles andere zu vergessen. Ja, natürlich. Das ist wohl wahr. Haben Sie was von der Erde gehört? Es kommen ständig neue Berichte rein. Die Hälfte davon ist wilde Spekulation. Und der Rest ist zu optimistisch, um wahr zu sein. Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Als ich dachte, sie wären tot, habe ich die Hoffnung verloren. Aber nach ihrer Rückkehr war ich bereit, alles zu glauben. Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn sie es für sinnvoll halten, mache ich's. Das klingt mehr wie die Ash, die ich kenne. Das war es, glaube ich, schon an Gesprächsoptionen, ja. Okay. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Jawohl, Commander. So. Ja, jetzt ist die Frage der Fragen. Habe ich auf der Zitadelle noch irgendwas zu machen? Außerdem, ich muss gleich mal gucken. Ja, jetzt husche ich hier erstmal raus. So, warte, jetzt gucke ich mal in mein schlaues Logbuch hinein. Organisationen. Ach so, das ist der Kodex? Nee. Missionsüberblick. Oh, ach Gott, ja. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Zitadelle. Ein Techniker im Portatory auf der Zitadelle benötigt ein verbessertes Energieraster, um den Betrieb am Laufen zu halten. Finden Sie Pläne für ein neues Energieraster und liefern Sie sie ab. Finde ich die hier? Ich weiß das nicht. Eine Ärztin auf der Zitadelle. Ach, na, das ist ja... Genau, das habe ich gehört, aber ich habe mit ihr gar nicht gesprochen. Das ist natürlich ganz cool, dass das dann so als Mission mir angezeigt wird. Eine Ärztin auf der Zitadelle benötigt eine neue Midi-Gel-Formel, die speziell für Aliens entwickelt wird. Finden Sie eine neue Formel und bringen Sie
sie ihr ins Huerta-Krankenhaus. Aber wer weiß, wo ich das finde, ne? Das weiß man ja nicht so genau. So, was ist mit Aria? Das sind die Sachen, mit denen ich reden soll. Genau, hier mit den Eclipse-Leuten. C-Sicherheit, soll ich mit Bailey sprechen? Unterstützung unter ihrer Führung, sprechen sie im Flüchtlingslager der Zitadelle mit Dana? Unterstützung, klar, sprechen sie im Präsidium-Unterhaus mit Nahl? Ach du meine Güte. Ja, na gut. Also ich glaube, ich habe hier noch tatsächlich mit einigen Leuten zu sprechen, Mensch. Ich hink jetzt natürlich auch schon wieder so hinterher, weißt? Also hinter dem Chris, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Weil ich weiß, dass der schon unterwegs ist zu dem Sur Cash, aber ich... Ja, Präsidium Unterhaus. Und ich weiß, dass er da einfach schon wieder weiter ist, aber ich kann es nicht ändern. So ist es dann jetzt halt. Ich würde mich jetzt trotzdem für diesen Part entschuldigen, verabschieden und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.